So, liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Morgen zum heutigen JFD-Devisenradar am 12. Mai 39. Wir wollen uns heute dem Euro gegenüber dem Schweizer Franken zuwenden, der, wie Sie alle höchstwahrscheinlich erlebt haben, hier zum Jahresauftakt gehörig unter die Räder geriet oder einen gehörigen Ausverkauf erlebte im Sinne der Aufgabe der Unterstützungsmarke, vielmehr Interventionsmarke hier von 1,20. Grundsätzlich kann hier nochmal zusammengefasst werden, dass eigentlich hier nur das stattfand, was im Prinzip hätte in den Vorjahren erfolgen sollen, nämlich hier eine kontinuierliche Abwertung des Euros gegenüber dem Schweizer Franken. Dies wurde eben durch künstliche Effekte verhindert, mit Aufgabe hier der Intervention der Schweizer Nationalbank, dann hier der deutliche Ausverkauf und der tatsächlich geschichtliche Crash, der hier ein wirkliches Beben an den Finanzmärkten bzw. insbesondere den Devisenmärkten ausübte. Und jetzt sehen wir hier, das ist der Monatschart im Übrigen, wir gehen hier sehr, sehr weit zurück, und da sehen wir hier die ohnehin seit Beginn des neuen Jahrtausends dominierende Abwertungsorgie mehr oder weniger, also der Euro hier insbesondere auch seit den Hochs, das deckt sich so ein Stück weit mit den Hochs vom Euro gegenüber dem US-Dollar, mit den Allzeithochs hier bei der Marke oberhalb von 1,60, hat auch der Euro hier gegenüber dem Schweizer Franken Niveaus deutlich über 1,60 markiert, dann jedoch hier starke Talfahrt und hier im Januar diese Ausverkaufskerze. Grundsätzlich kann gesagt werden, das übergeordnete Bild ist weiter bärisch zu sehen. Also hier das Big Picture ist sicherlich in einem Modus, der davon ausgeht, beziehungsweise nach aktueller Einschätzung hier die Wahrscheinlichkeit hoch werden lässt, dass mittellangfristig weitere Preisverluste in Richtung Parität 1,00 bzw. darunter durchaus zu erwarten sind. Das Ganze würde sich hier im Big Picture erst ändern, wenn wir diesen großen langfristigen Abwärtstrend, diese Abwärtstrendlinie mit 4 Auflagepunkten, Anführungszeichen sogar schon 5, hier durchbrechen würden. Und interessant, dass genau diese Trendlinie hier eben im Januar auch touchiert wurde, bevor der Ausverkauf dann startete. Also sehr, sehr interessante Chart-Konstellation, die wir hier sehen. Wir wollen aber jetzt mal vom großen Monatschart mal hier in einen kurzfristigen Chart gehen, vielmehr in den Tageschart, um uns dann nochmal kurz den Stundenchart anzuschauen. Wir sehen hier auch eine Art Dreieck. Ja, seit dem letzten Bewegungstief, kann man noch ein Stück weit anpassen, die Linie, haben wir hier so eine Art Konsolidierungsformation seit dem Zwischenhoch von 1,0812, welches hier im Februar direkt erreicht wurde. Sie sehen, hier hat im Prinzip die übergeordnete Schwäche wieder Einzug gehalten und ja, der Euro eben auch hier gegenüber dem Schweizer Franken in einem Abwärtsmodus. Zuletzt gab es hier im April einen Erholungsimpuls, der schon fast dazu anmutete, dass der Preis hier nach oben hinaus ansteigen kann und letztlich kurzfristiges Potenzial bis zum letzten Zwischenhoch generiert. Das ist bislang nicht geschehen. Insofern, wenn Sie den Euro gegenüber dem Schweizer Franken im Blick haben, vor dem Hintergrund, dass ja jetzt hier relativ freie Marktkräfte am Werkeln sind, obgleich es auch immer wieder die Vermutung gibt, dass die Schweizer Nationalbank immer noch Interventionen fährt. Letztlich hier die Situation, dass wenn wir rein technisch betrachtet über den EMA 50 ansteigen, der aktuell bei 1,0458 verweilt, der war auch unlängst hier zu Beginn des Monats Mai, Ende April ein Widerstandslevel und zugleich deckt sich das Ganze jetzt hier mit dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Und wenn wir hier eben über 1,0458 rausziehen und direkt hier die Trendlinie 1,046 dann per Tagesschluss überwinden, dann haben wir hier kurzfristiges Aufwärtspotenzial rein technischer Natur gegeben und das dürfte den Euro weiter beflügeln. Ansonsten unterhalb dieser Trendlinie muss man davon ausgehen, dass hier weitere Schwäche, und das ist jetzt trendfolgend, technisch zu präferieren, dass hier weitere Schwäche zu den letzten Verlaufstief, Schrägstrich zu dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie erfolgen könnten. Durchaus eine Option. Hier oben, wie gesagt, wenn der Ausbruch kommt, wäre das definitiv ein bullischer Akt. Das dürfte dann kurzfristig die Marktteilnehmer sicherlich in den Euro führen und hier für eine Aufwertung sorgen. Euro, US-Dollar ja ohnehin im großen Bild in einem sehr, sehr anschaulichen Bewegungsimpuls, der sich nach oben hin durchaus weiter fortsetzen könnte. Auch das hatten wir schon in den letzten Devisenradar-Sendungen immer mal wieder beleuchtet. Euro, US-Dollar, Big Picture. Also insofern, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar hier nochmal einen deutlichen Auftrieb erfahren sollte, dann könnte das auch den Euro gegenüber dem Schweizer Franken hier ein Stück weit helfen, zumindest im Big Picture hier ein wenig die
große Ausverkaufsbewegung vom 15. Januar zu relativieren. Schauen wir uns jetzt nochmal abschließend den Stundenchart zum Euro gegenüber dem Schweizer Franken an. Und da sehen wir hier eine Situation, die wir auch gestern schon in den Trading-Shoutouts bewerteten, wenngleich da von einem weiteren Schwächeimpuls direkt ausgegangen wurde. Hier sehen wir aktuell im Stundenchart-Intervall, drin, den wir so ein Stück weit anpassen, dass der Preis sich hier aktuell an dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie befindet. Wir sind oberhalb des Pivot-Levels, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also insofern hat das Währungspaar hier durchaus auch Spielraum, ein Stück weit Fantasie nach oben auszubrechen. Das Währungspaar selber bewegt sich im Schnitt so zwischen 55, 60 Pips. Das ist nicht viel, aber wenn Bewegung aufkommt, dann kann die durchaus ein Stück weit Schubkraft verleihen. Und in dem Fall wäre es eben so, wenn wir jetzt hier über das heutige Tageshoch rausziehen, 1,043, 7,1, dann wären die Chancen gut, dass wir das Tageshoch hier vom Freitag anvisieren, Schrägstrich des Resistant Level hier bei 1,045, 1,046 rund. Diese Option nach oben wäre dann hier durchaus zu präferieren, wenn es einen Ausbruch über diese kurzfristige Abwärtstrendlinie gibt. Ansonsten Pivotpunkt im Auge behalten. Hier unten auch diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Wenn wir den Pivotpunkt unterschreiten sollten, dann steht mit Sicherheit auch diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie dann zur Disposition. Aktuell noch nicht zu sehen. Wie gesagt, wir haben gerade einen positiven Impuls laufen, aber innerhalb dessen erstmal nur beobachten. Also Euro-Schweizer Franken hier auf Stundenbasis unter Umständen vor einem Bewegungsimpuls, der sich hier in Kürze erschließen könnte. Wo bemerkt, wenn es eben den Ausbruch gibt, aber auch nur dann. Und wenn wir hier unterhalb dieser Abwärtstrendlinie bleiben, dann muss man ganz klar davon ausgehen, dass hier erneut fallende Preise zu präferieren sind, die dann übrigens auch im übergeordneten Kontext hier ganz klar eigentlich die Marschrichtung vorgeben und insbesondere unterhalb Pivotpunkt, unterhalb dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, das wäre dann praktisch bei Preisen der Fall von unterhalb von 1,040, kann man die runde Hausnummer direkt nehmen, dann müsste man davon ausgehen, dass der Preis hier die einzelnen Pivotpunkt-Support-Levels antestet, Schrägstrich dann hier die Unterstützung von 1,0354 durchaus in Augenschein nehmen könnte. Das, meine lieben Zuschauer, heute mal zum Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Sicherlich immer ein Blick wert, nachdem er jetzt so ein Stück weit wieder ins Leben zurückgeholt wurde. Aber ansonsten abwarten, was der Euro generell macht. Ich wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle erstmal einen schönen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nachher zum JFD Live Trading TV und dem DAX, den wir gestern relativ gut einfangen konnten, wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.